Liebe Freunde der Elektromobilität, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Enercap. Mein Name ist Georg Kieglinger und heute mache ich ein Video für euch, vor allem für die, die noch nicht wissen, ob, wann und welches Elektroauto sie sich kaufen wollen. Und zwar soll es heute nicht darum gehen, was ist die bessere Lösung, ist jetzt das batterieelektrische Auto, Wasserstoff oder Diesel oder E-Fuel oder was weiß ich was alles. Die Diskussion wollen wir nicht führen. Ich sage jetzt mal, E-Autos sind die beste Lösung. Ich stelle das mal in den Raum. Ihr könnt ja das gerne unten in den Kommentaren diskutieren. Und für alle, die überlegen, sich als nächstes Auto ein Elektroauto zu kaufen, habe ich ein paar Leute hier eingeladen, die sollen erzählen, wie es ihnen geht im Alltag mit dem Auto. Da sind ein paar Tesla-Fahrer dabei, ob das mit dem Model 3 wirklich so ein Problem ist. Da steht ein Leaf, da steht ein Soul, da steht ein ganz alter CTL, das ist eigentlich ein Oldtimer. Also, ihr könnt gespannt sein, was die einzelnen Nutzerfahrer euch so erzählen. Und im Anschluss dran gibt es noch ein kleines Goodie. Mal schauen, ob wir das schaffen, so einen Lärmvergleich da hinten an der Kreuzung, Elektro und Nicht-Elektro. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ist dann am Ende des Videos. Dranbleiben, nach dem Intro geht's weiter. Kurze Entschuldigung, ich habe die Sonnenbrille auf, also nicht schimpfen dann da unten in den Kommentaren, das ist so unhöflich. Mich blendet die Sonne extrem, ich halte das ohne Brille nicht aus. So, gleich zum ersten Fahrer. Stell dich kurz vor und was du da fährst und so ein paar Worte. Okay, hallo, ich bin der Markus, fahre einen Nissan Leaf, habe ich mir zugelegt, seit April. Bin jetzt 8000 Kilometer unterwegs, so meine tägliche Strecke ist... Ja, 50 Kilometer kann man sagen, also es reicht ideal. Längste Strecke, wo ich mit dem gefahren bin, waren 440 Kilometer in etwa, also Freunde besuchen, dazwischen mal kurz laden, über die Nacht stehen bleiben, wieder nach Hause. Also hat funktioniert bis jetzt. Viele Defekte und oft in der Werkstatt? Absolut, ja. Also letzter Service hat glaube ich 200 Euro gekostet, also von dem her extrem teuer, das Auto. Ja, also, aber du kannst ihn ja noch verkaufen, ne? Das ist eine Möglichkeit, ja. So, gehen wir gleich zum nächsten. Ein Langstreckenfahrer, wie es wahrscheinlich keinen zweiten gibt, mit dem Ioniq. Ja, hallo, mein Name ist Lukas. Ich habe den Ioniq jetzt seit Dezember 2017. Bin mittlerweile 45.000 Kilometer damit unterwegs gewesen. Tägliche Strecken sind so circa 40 Kilometer bis in die Arbeit und wieder nach Hause. Und ja, die längsten Strecken, also es war letztes Jahr Urlaub im Sommer, 10.500 Kilometer ans Nordkap, ohne Probleme. Ohne Probleme ans Nordkap, du hast ja das vorher schon mal probiert mit einem anderen Auto. Ja, richtig, davor der Renault Zoe. Es hat nicht ganz so gut funktioniert, aber ja, mit dem Ioniq war es dann kein Problem. Die Zoe hat es nicht zum Nordkap geschafft, aber du schon, richtig? Ich habe es geschafft, ja. Die Zoe hat leider 13 Kilometer vorher stehen bleiben müssen. Gut, aber wir wollen ja jetzt kein Zoe-Bashing machen, ja. Ist kein schlechtes Auto, aber hat leider diesen absoluten Langstreckentest nicht bestanden. Ja, richtig. Ja, es ist ein bisschen Norwegen und Zoe ist nicht so gut kompatibel. Stimmt, ja, das IT-Netz, Stromnetze dort. Und die Zoe sind keine Freunde. Genau, ja. Aber dem Ioniq war das egal. So, gehen wir zum nächsten. Da sehe ich ein blaues Model 3 und das ist sicher, du hast sicher vorher schon drei Elektroautos gehabt, richtig? Das ist mein, ich bin der Peter, Model 3 Long Range Version und das ist mein erstes Elektroauto. Habe ich seit 4 Monaten und mit Abstand das genialste Auto. Wahrscheinlich fährst du nur so täglich so 30 Kilometer oder so, damit das überhaupt geht, oder? 50 bis 120 Kilometer im Schnitt, ja, also sicher 100 Kilometer am Tag und überhaupt kein Problem, keine Defekte, keine schlechten Erfahrungen, nur purer Fahrspaß und alles gut, ja. Keine Servicehölle bei Tesla, keine Probleme? Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht, überhaupt keine Defekte oder keine Mängel bis jetzt. 4 Monate ist ja eine kurze Zeit. Und im Gegensatz zu meinem alten Auto, ein Range Rover Evoque, ich erspare mir circa 4.000 bis 5.000 Euro an Kosten pro Jahr wegen motorbezogener Versicherungssteuer, Vorsteuerabzug. Ja, du nutzt es betrieblich auch, richtig? Genau, ja. Also es ist ein Firmenauto und ja, ist einfach wirtschaftlich viel schlauer als jeder Verbrenner.
Ist ja auch so, ein Autokauf ist ja generell eine Großentscheidung, ein Auto ist nicht billig und ein Auto muss mehrere Dinge abdecken. Einerseits will man damit von A nach B kommen, weil man das entweder muss oder weil man es will in den Urlaub, also oder man transportiert etwas betrieblich oder privat oder was auch immer und dann soll es einem auch noch gefallen und soll auch noch gut ausschauen, also soll einem gefallen und soll Spaß machen. Ja? Das war definitiv die Kaufentscheidung, dass es eben sowohl für den Alltag als auch für Urlaube kompatibel ist. Einfach von der Reichweite her und von der Gesamtleistung. Also das passt eigentlich, das Gesamtpaket, ganz gut. Für mich persönlich, ja. Das ist super, super Sache. Gut, gehen wir zum nächsten. Wir haben nochmal einen Model 3 und einen Model 3 Besitzer. Auch schon durch die Servicehölle. Also zuerst stell dich mal vor. Ja, ich bin der Roman, servus. Das ist ein Model 3 Long Range, also mit 75 Kilowattstunden Batterie. Und ist unser Familienfahrzeug. Das heißt Familienfahrzeug, du hast kein anderes? Wir haben kein anderes Fahrzeug, es ist kein Zweitfahrzeug und es ist auch kein nur Pendelfahrzeug. Pendeln tue ich meistens mit dem Zug und das ist wirklich das Familienurlaubs- und alles Fahrzeug. Ja. Wie viele Kilometer hast du schon drauf? 2.500, aber erst seit 1,5 Monaten habe ich das Auto. Okay, also man muss ja nicht unbedingt besonders viel fahren mit dem Elektroauto, man kann auch wenig fahren. Ein großer Vorteil, gerade Kurzstrecken sind mit dem Verbrenner ja besonders schlecht, weil da die Abgasreinigung erst funktioniert, wenn sie warm wird. Und gerade dann für die kurzen Strecken finde ich persönlich überhaupt eine sehr schlaue Entscheidung. Und viele sagen dann, ja, aber warum hast du so einen riesen Akku im Auto? Und da haben schon einige schlaue Leute herausgefunden, dass es doch gut ist, einen großen Akku zu haben, weil der wesentlich weniger altert. Das heißt, auch wenn du jetzt nur kurze Strecken fährst, wirst du wahrscheinlich sehr lange Freude haben mit dem Auto und irgendwann gibt es vielleicht noch ein Second Life für den Akku und der endet irgendwo als Hausspeicher. Ja, hast du schon mal irgendwas drüber gehört oder dich informiert in der Richtung? Ja, das kenne ich auch, dass man den Akku dann noch einmal 10 Jahre weiter betreibt als Wallbox kann man nicht sagen, aber als Speicher fürs Haus. Ja, wird man sehen. Hast du eine PV-Anlage oder? Nein, noch nicht. Aber was ich noch sagen wollte, ich habe zuvor also einen richtigen Schummeldiesel gehabt. Also ich habe diesen EA 189 oder so Motor gehabt und ich hatte ständig Probleme mit der Abgasreinigung aufgrund von Kurzstrecken, weil wir die Kinder, weiß ich nicht, 2 Kilometer von A nach B gebracht haben und so weiter. Und habe damit immer wieder große Probleme gehabt und das haben wir jetzt auf die Weise erschlagen. Ja, ja, das ist bekannt, Kurzstrecken und Verbrenner ist ein großes Problem, ja. Und was ich eben auch sagen möchte, ist, dass wir wollten ein Auto, was familientauglich ist, was einen großen Kofferraum hat. Der ist jetzt zwar nicht extrem groß, aber ist der größte. Und man hat die Möglichkeit, mit Anhängekupplung den Kofferraum noch ein wenig zu erweitern. Ja. Du hast schon Anhängerkupplung-Option. Ja, die gibt es erst seit kurzem und das haben wir noch nicht. Das war der Grund, warum ich ihn dann wirklich gekauft habe. Ich habe ihn zuerst bestellt, dann abbestellt, weil er mir zu teuer war. Und dann einfach trotzdem bestellt, mit Anhängerkupplung. Super, gehen wir zum nächsten. So, wer ist da? Da steht niemand, weil das ist unser Model 3. Selbst brauche ich mich jetzt auch nicht interviewen. Thomas, du bist da mit dem neuesten Fahrzeug, das es am Markt gibt. Baujahr 1990, also knapper Neuwagen verpasst. Ja. Na, du hast natürlich auch einen Kia Soul EV, das weiß ich und... Du bist auch schon, ich glaube, 10.000 Kilometer oder so, wie weit? Ja, fast 111.000 haben wir, okay. Ein bisschen drüber. 111.000 Kilometer mit dem Soul mit 27 Kilowattstunden, man sieht, das sind nicht mal 3 Liter Benzin, wenn man es genau nimmt. Und sogar das funktioniert. Erzähl ein bisschen was, du kannst dich gerne kurz vorstellen. Ja, ich meine, ich bin der Thomas Hochreiter, mich kennt man wahrscheinlich eh, irgendwo hat man mich schon mal gesehen. Ja, ich fahre halt einen Kia Soul mit 111.000 Kilometer, hat immer noch 98% Akkukapazität. Also die Akkus halten länger als ein paar hundert Kilometer. Aus Sommer- und Spaßfahrzeug habe ich halt mein CTL, das was halt auch dann circa so für 2.000, 3.000 Kilometer im Jahr bewegt wird. Ist eher so Spaß- und Werbefahrzeug, Fahrfahrzeug, also nicht unbedingt das Alltagsfahrzeug, aber ja, macht ziemlich viel Bock, auf gut Deutsch gesagt. Wie viel braucht der CTL so ungefähr, weißt du das? Wie viel es jetzt genau braucht, habe ich mir noch nicht ausgerechnet, aber ich habe ca. 3,5-4 Kilowattstunden und fahre damit 80 Kilometer damit. Also
Wenig, okay. Genau. Wir rechnen das jetzt nicht aus. Das kann ja jemand ausrechnen und dann in den Kommentar schreiben. So, jetzt gehen wir weiter schon. Das ist sehr Tesla-lastig heute, ja. Schon wieder ein Model 3. Ja, hallo. Ich bin der Christian aus Klosterneuburg. Wir fahren zwei Elektroautos. Ich habe einen Nissan Leaf. Den haben wir schon seit 40.000 Kilometer im Betrieb. Und seit kurzem den Tesla Model 3, der hat jetzt auch schon 7.500 Kilometer drauf. Die längste Strecke, die wir mit dem Leaf gefahren sind, kleiner Akku, 30 Kilowattstunden, war Bregenz, also 700 Kilometer in eine Richtung. Hat alles bestens funktioniert. Meine tägliche Strecke sind so 25 bis 150 Kilometer, je nachdem variiert sehr stark. Ja, und was mache ich sonst noch? Ich rede gerne über Elektroautos, merkt man. Ich organisiere für einen Elektromobilitätsclub regelmäßig Meetings, ich halte Vorträge und ich schreibe auch ganz gern für Zeitungen oder im Internet. Also so ein richtiger Elektro-Fan. Nein, es ist ja, ich glaube, jeder, der schon zu den Fahrern gehört, würde sich, also ich kenne zumindest niemanden, wieder einen Verbrenner kaufen. Ich kenne einen, der hat jetzt einen aus, sind aber sehr komplexe Gründe. Markus, falls du zuschaust, du weißt, wer gemeint ist. Nein, es gibt schon noch Gründe, warum man vielleicht kein Elektroauto fährt, aber wenn es irgendwie geht, denke ich, ist jeder Elektromobilist so begeistert davon, dass es eigentlich dem Verbrenner vorzieht, oder? Ja, ich habe auch festgestellt, dass in der Familie ansteckend ist. Jetzt gibt es schon mittlerweile 5 Elektroautos in der unmittelbaren Familienumgebung. Meine Schwiegertochter fährt, mein Schwager fährt dann. Wir haben jetzt kurz eine Hochzeit gehabt, hat der Vater jetzt auch seit kurzem ein Elektroauto. Weil ich ihm eingeredet habe, dass das gescheit ist und er hat gesagt, das stimmt und er hat einen riesen Spaß dran. Ganz ehrlich, ich kenne das bei uns im Shop, wir haben relativ viele Kunden, 60 plus und noch älter, viele, die sagen, ist mir egal, was da geredet wird über E-Mobilität, ich will das ausprobieren, ich mache das. Ja. Und teilweise fahren die Autos ohne Schnelllademöglichkeit sogar und sind begeistert. Für ihre täglichen, kürzeren Strecken kein Problem. Ne? So, schauen wir noch zum letzten. Da haben wir noch so einen Soul EV. Den habe ich auch mal gehabt. Mit dem bin ich auch 30.000, 40.000 Kilometer gefahren. Also ich kenne das Auto. Bitte. Ja, ich bin der Rüdiger Gmach. Ich fahre jetzt seit letztem Jahr im Februar fahre ich mit dem Soul. Ja, der Hintergrund ist, ich beobachte das jetzt schon sehr lange. Diese Elektroautos faszinieren mich seit Tesla Motors damals, wie sie noch hießen, diesen Lotus quasi umgebaut haben. Und ich dachte, sehr interessant, der Ansatz, sportlich. Ich bin schon immer mein Leben lang gern Auto gefahren, zu meinem 40. Ich bin jetzt 57 Jahre alt, habe immer gewünscht, einen Tag Ferrari zu fahren. Heute ist das ein Unding für mich, ja, eine Stinkerkiste. Heute will ich... Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Nein. Also mir persönlich ist immer wichtig, ich habe nichts gegen Verbrennerfahrzeuge. Ich finde nur, neue Fahrzeuge als Verbrenner zu bauen, ist nicht wirklich zeitgemäß. Ja, also ich bin nicht der sagt, so jetzt verschrotten wir alle oder jeder, der eins fährt, ist ein Hinterwäldler, rückständisch. Aber es ist irgendwie, wenn man es mal kennt, ja, und da gebe ich dir vollkommen recht. Ich war da auf der Automesse in Wien vor ein paar Monaten und da standen lauter so tolle Verbrennerfahrzeuge. Früher hätte ich mir die angeschaut. Kein Interesse. Genau, ja. Es ist so, also ich, seit das Model 3 angekündigt wurde, habe ich es dann damals reserviert. Ich habe die Reservierung wieder zurückgezogen, das ist eine längere Geschichte. Letztlich war dieses Auto eine Übergangslösung. So wie es jetzt ausschaut, werden wir den möglicherweise behalten. Es ist ein super Auto für Stadtumgebung, fährt also bis zu 150 Kilometer. Ja, ab dem Model 3 habe ich gesagt, okay, jetzt wird das leistbar und ich will elektrisch fahren. Das soll da ein Appell sein. Wir machen jetzt noch eine Runde, wo jeder ein bisschen noch was sagen kann zum Thema. Was sind die Probleme vielleicht im Alltag oder auf Urlaubsfahrten, Langstrecke und so weiter, weil das wollen wir nicht verschweigen. Es gibt immer wieder Probleme, auch beim Schnellladen vor allem, Ladekarten, Chaos und so weiter. Also das Wichtigste ist, dass man irgendwo, glaube ich, zu Hause und an der Arbeitsstelle eine Ladestation hat, dann kann man zumindest diese täglichen Fahrten in einem Elektroauto erledigen. Ja? Also ich persönlich habe jetzt, muss ich zugeben, noch daneben einen Diesel, den verwende ich nur mehr für Urlaubsfahrten. Es geht ja da bei uns da im Video jetzt darum, den Zweiflern, die so überlegen, soll ich mir jetzt wirklich ein E-Auto kaufen? Ist das eine gute Idee? Kriege ich da Probleme?
kann ich meinen Alltag, meine Urlaubsfahrten und so weiter abdecken damit? Das kommt zurück, ein bisschen näher alle. Und da würde ich gerne jetzt so ganz kurz in die Runde fragen, dass wir das nicht alles so übertrieben schön darstellen und problemlos. Wer hat welche Probleme gehabt? Also von mir aus technische Probleme, Probleme mit dem Aufladen oder ja, was auch immer so, irgendwelche Kleinigkeiten, vielleicht mit der Werkstatt oder sonst irgendwas. Also, wer will was sagen? Sehr gerne ein echtes Problem. Ich war einmal in Deutschland an einer Allegro-Ladesäule und die war per Funk angebunden. Und es war dort ein Funkloch. Das heißt, erstens einmal habe ich schon das Problem gehabt, die Ladung zu autorisieren. Dann wollte ich die Hotline anrufen mit einem österreichischen Handy. Nein, ist zwar eine EU-geförderte Ladesäule gewesen, aber nur mit einem deutschen Handy anrufbar die Hotline. Das habe ich mir eins ausgeborgt. Dann habe ich die Ladesession zum Laden gebracht, aber nachdem der Funk wieder abgebrochen ist, ist die Ladesession wieder abgebrochen. Also ich habe mich dort ordentlich geärgert und habe das Beispiel gesehen, gleich vis-à-vis waren die Tesla-Ladesäulen. Da sind die Teslas nur gekommen, haben sich einfach angesteckt ohne Autorisierungstheater, ja, genau, und haben auch geladen. Also das war das Schlimmste, was mir einmal passiert ist. Welches Auto war das? Das war der Nissan Leaf mit 30 Kilowattstunden Akku. Ja, das ist sicher bei all den Nachteilen, die wir jetzt vor kurzem alle mitbekommen haben, Next Move, Probleme mit Tesla. Es gibt Probleme, ja, aber das sind eben eher Probleme mit Ersatzteilen, mit Kommunikation und so weiter. Die Supercharger sind einfach super. Und zum Thema Laden, da hast du eine Lösung, richtig? Ja, ich bin beim Elektromobilitätsclub und wir haben eine Clubkarte, die ist gleichzeitig Ladekarte. Da kommt man quer durch Österreich und ist gut abgedeckt mit einer Karte, nicht? Sofern die Säule halt funktioniert. Ja. Gleich nach meinem Erlebnis habe ich mir dann die EMC-Karte geholt übrigens. Ah ja, na bitte. So, sonst irgendwie so gerade in Lukas, der könnte jetzt zwei Videos machen mit dem, was er erlebt hat schon unterwegs. Der kennt jede Ladesäule in Nordwesteuropa, richtig? So ungefähr. Auswendig. Na, du. Ja? Zum Beispiel die Probleme eigentlich nur bei den Gratis-Ladesäulen. Also die, wo sie mal so zum Zahlen sind eigentlich üblicherweise funktionierende. Habe ich die Erfahrung halt gemacht. Aber die gratis sind, wo man sagt, okay, ah, jetzt nutze ich das aus und stelle mich hin. Wenn die dann halt nicht geht, hat man da meistens ein Pech gehabt eigentlich, ja. Aber ansonsten ist das normalerweise kein Thema nicht, weil zur Not reicht auch ein Schokostecker. Da sage ich, ich bin jetzt nicht 2-3 Stunden irgendwo, ich hänge an und habe eigentlich Minimum wieder 60 Kilometer drauf, dass ich zumindest wieder nach Hause komme. Ne? Ja, also wie gesagt, also wenn jetzt jemand zum Beispiel überlegt, ich pendel jetzt täglich 120, 130 Kilometer hin und retour, da wäre ein Elektroauto super, aber man sollte halt wahrscheinlich zu Hause laden können, oder? Wer von euch kann nicht zu Hause laden? Ja, Lukas, das weiß ich, du kannst noch immer nicht zu Hause laden. Was ist mit dem GoE-Charger? Ja, der muss leider ausweichen. Es gab ein paar Veränderungen, aber ja, jetzt bin ich in einer Mietwohnung und ohne Parkplatz, aber jetzt wird es halt weitergehen, ohne Ladestation zu Hause und ich werde nur unterwegs laden. Aber du bist ja schon extrem viele Kilometer gefahren, nur mit öffentlichem Laden. Genau, ja. Also ich bin bis jetzt eigentlich, ich habe noch nie zu Hause geladen, also ich habe keine Möglichkeit. Ich lade nur unterwegs, also eben zum Beispiel hier beim Billa, beim Einkaufen oder beim Hofer, bei einer Ella-Ladestation. Also ich brauche nicht wirklich, also ich lade dann, wenn ich bei einer Ladestation bin und dann gehe ich halt währenddessen einkaufen und das war jetzt nicht wirklich ein großer Zeitverlust, weil einkaufen muss ich sowieso. Ja, also man sieht, es funktioniert auch für die. Ich kenne auch noch andere Leute, zum Beispiel der Terra Gregor, der fährt eine Zoe mittlerweile seit, glaube ich, 2013 und der hat auch keine Lademöglichkeit zu Hause und es funktioniert auch. Peter, du kannst zu Hause laden, ist das praktisch? Wie ist das? Ich sage so ungern Tankstelle, Elektro-Tankstelle. Kriege immer so meine Nackenhaare, stellen Sie mal auf bei dem Wort Tankstelle, Elektro-Tankstelle. Ja. Aber du hast eine Elektro-Tankstelle zu Hause, wie ist das? Ich habe eine Ladestation und das ist natürlich sehr komfortabel, weil ich mir gerade mit dem Model 3, der ja eine extrem lange Reichweite hat, überhaupt keine Sorgen machen muss, irgendwo stehen zu bleiben. Kann ja, selbst wenn ich unterwegs ein Problem habe, dann gibt es ja wirklich flächendeckend Ladestationen und innerhalb von 20 bis 30 Minuten habe ich ausreichend Reichweite, um wieder weitere Strecken zu fahren. Also das ist für den Alltag überhaupt kein Thema. Ich würde eher ein Auto mit CCS vorziehen, wenn sich einer eines kauft, ja, weil ich glaube, das mittlerweile hat sich das echt erledigt. Thomas fährt auch jetzt eben 110.000 Kilometer mit Chademo. Es geht,
Aber es wird halt immer schwieriger, weil doch mehr CCS-Ladestationen dazukommen. Und die hohen Ladeleistungen kommen eigentlich nur mit CCS jetzt. Es gibt ganz vereinzelt, gibt schon Demo-Ladeleistungen mehr als 50 kW, aber die muss man schon abgezählt suchen auf der Landkarte. Dieses Ladeziegel-Teil habe ich auch in meinem Auto. Ja? Und wenn ich jetzt von wegen, weil immer alle von Ladesäule sprechen, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hin wandern gehe, ja? Dann läute ich, das habe ich wirklich einmal gemacht, dann läute ich einfach beim nächsten Haus an. Ja? Am Land sind die Leute freundlich und die sind auch bestechlich. Also für 10 Euro lässt sich jeder laden. Ich habe ein 30 Meter rotes, normales Rasenmäher-Verlängerungskabel. Ja? Das stecke ich dann drin an, schmeiße beim Fenster raus, stecke mein Ladeziegel an und lade halt. Weil ich wandere eh, weiß nicht, 7 Stunden, dann ist er eh relativ voll wieder. Ja? Und dann komme ich auch wieder heim. Ja, das ist natürlich ein Ansatz. Strom gibt es überall. Ja, Strom gibt es überall. Ja, genau die gegenteilige Erfahrung gehabt. Das war aber nur 2012 oder 2013 war das. Bin ich zu einem Wirtshaus zurückgefahren, gesagt, ich brauche bitte einen Strom für mein E-Auto. Haben sie gesagt, nein, geht gar nicht, das zieht zu viel Strom. Gesagt, ich habe einen Zähler mit, wo man genau abrechnet, wie viel Strom das ist. Nein, der Zähler ist manipuliert. Das geht nicht, man kann ihn nicht anstecken. Okay. War aber 2012, 2013, also mittlerweile sind es... Ja. 2012, 2013, das hat sich wirklich viel getan. Das sieht man da an, 1, 2, 3, 3 Model 3, 4, oder? Wie viel sind wir da? 4 sogar, ja. Also der Marktanteil der Model 3, sieht man, macht sich bemerkbar. Und ja, wer würde sich nochmal einen Verbrenner kaufen? Hand hoch? Keiner? Okay. Und wenn du Familie hast, musst du ein bisschen an die Zukunft denken. Also ich würde mir nie wieder einen Verbrenner kaufen. Vorher fahre ich nur mehr mit dem Zug. Ja. Wenn ich mir kein Auto, kein Elektroauto leisten kann, dann fahre ich mit dem Zug. Ganz sicher, ja. Genau. Ende. Ja, also das ist sehr lobenswert. Das wird nicht jeder machen wollen, ja, und auch vielleicht nicht jeder machen können. Kommt halt immer darauf an, wo man wohnt. Aber ich glaube, es gibt echt. Also ich persönlich, kennt irgendjemand wen, der ein Elektroauto hat und sagt, nein, das funktioniert nicht, ich kaufe mir wieder einen Verbrenner. Ist schon irgendjemand mal einen kennengelernt? Nein, persönlich nicht. Ich weiß, dass es solche Leute gibt, aber ich habe noch keine. Ich kenne immer die Geschichten, die man irgendwo liest, ja, aber... Ich glaube, die stimmen nicht. Ja. Die Leute haben nur was getestet, aber nicht wirklich besessen, glaube ich. Ja, gut. Also das können wir wahrscheinlich in die Kategorie... Fake News einordnen. Ich habe einen Bekannten, der ist ein richtiger Elektroauto-Enthusiast, hat selbst ein Elektroauto, nur der ist so feinfühlig, der sagt, er kann mit dem Auto nicht weit fahren. Er spürt das. Gut, jetzt wird es esoterisch. Ja, das, ja, nein, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, sie sind empfindlich auf die elektromagnetischen Strahlen. Ich glaube, da könnten wir jetzt 2 Stunden drüber diskutieren und da gibt es Experten, die das eine und Experten, die das andere vielleicht behaupten. Ja, also ich könnte es nicht nachvollziehen. Also ich habe kein Problem damit. Ich merke nichts. Das Problem ist bei heutigen Autos, viele werden hybridisiert und Elektrosmog hast du dann immer in einem Auto, wenn es modern ist. Ne? Die hat man überall. Jedes Auto hat irgendwo eine Funk-Bluetooth-Verbindung oder sonst irgendwas drin. Und außerdem sind das dann wahrscheinlich die Leute, die am Nachtkastel 2 Handys laden in der Nacht und dann tut ihnen das Elektroauto weh, genau, beim Fahren. Also. Nein, also ich glaube, alle würden jedem empfehlen, sich das ernsthaft zu überlegen, wenn man schon ein neues Auto oder vielleicht einen halbwegs neuen Gebrauchten kauft, ein E-Auto zu kaufen, oder? Ich meine, man kommt damit durch den Alltag, man kann Urlaube damit fahren. Gerade Tesla ist halt Sonderstellung, kann sich vielleicht nicht jeder leisten, aber sollte man sich überlegen, gibt es jetzt auch wenn man die Förderung abzieht in Österreich, 45.000 sowas in etwa, kriegt man ein Tesla Model 3 mit ordentlicher Reichweite und guter Ausstattung. Ja, hat mich sehr gefreut, dass da so viele gekommen sind. Und wenn wir es vielleicht wirklich schaffen, da drüben an der Kreuzung, kurz einmal so, ich wollte das mal versuchen nachzustellen, wie wäre denn das, wenn alle elektrisch fahren von der Lärmkulisse? Weil wir haben ja, es geht ja nicht nur um CO2, die Diskussion ist ja, hängt eh schon jedem raus. Es geht ja auch um Schadstoffe und Lärm. Und wenn wir das mal probieren, schauen wir, vielleicht schaffen wir das, dass wir uns so aufstellen, dass wir einmal den Querverkehr elektrisch, müsste es eigentlich recht leise werden da drüben. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das mit der Geräuschkulisse an so einer stark befahrenen Kreuzung ist. Und wir werden versuchen, den Querverkehr rein elektrisch zu haben. Und jetzt hören wir uns das an. In Kürze.
wie das klingt, wenn nur Elektroautos über die Kreuzung fahren. Ich würde sagen, das ist wirklich ein signifikanter Unterschied. Und so wäre das bei uns in den Städten, wenn an den Kreuzungen beim Anfahren nicht Verbrennerlärm ertönt. Das hätten wir uns eigentlich alle, müssten wir uns alle so wünschen, denke ich. Brauche ich jetzt alle unten? Ja, genau. Was war das jetzt? Neutral. Stehen drum. 0 und 1? Ja. Der kennt nur ja. Voll Strom. Italienische Autos gehabt, da waren die Spaltmaße beides schlechter. Also da ist es perfekt. Also perfekt, weiß ich nicht. Aber gut genug. Gut genug, ja. Ja. Und bei mir sind es eben. Ja, bei dir hast du jetzt das reiflich einfach. Ah ja, ja. Das wird auch haben, ja. Er macht mich auf Mängel aufmerksam. Ja. Aber ich meine den Kofferraum öffnen. Nur wenn du mir die Magie zeigst. Achso, okay. Der Waffel mit der Mängel. Ist ja Wahnsinn. Aber also da beim Schließen kommt es auch vor, dass du die Karte bitte drauf hast. Nein, ich sehe nichts. Sei froh, dass es so einfach ist. Da ein bisschen nachgestellt. Ja. Ich bin mal so. Das ist ja nur der Kontakt da. Du tust es dagegen. Also, ja. Nix, ich mach's rot, gut ist. Vorsichtig zu machen. Du hast dich dein Jobangebot am Gessler. Ja, als Inspektor. Als Inspektor, ja. Bei mir? Ja, weil das geht ja. Naja, aber mit dir ist es sechs. Ja. Da ist noch. Das ist Plastik. Ja, egal. Ja, das ist krass. Ja. Ja, ich bin gesagt, Gas. Vorsicht, Druck bitte. Ja, nein, nein. Aber die Kiste ist da unten, das hat schon irgendwas. Nein, ja, einer ist er. Hinter dir ist niemand dabei. Heute kommst du immer heim, dann habe ich gefahren. Soll ich Schirm dann? Ja. Willst du direkt kopieren? Ja. Wohin? Wohin? Genau. So, und jetzt schauen wir, was da ist. Ja, bitte darum. Schau, das schaut gut aus. Lukas, Nordkap, komm. Nordkap. Mit dem? Ja, genau. Ich habe gerade gesagt, für den Nordkap muss man dann noch klären, ob man mit dem man mit gut ziehen kann, wenn einmal der Akku ganz leer ist, versteckt das in der Nähe. So gut, ja. Das ist so cool, dass das so aussieht. Interessant. Legst du ein eigenes Fahrzeug?
Vorsicht, Leute. Elektroauto. Der leise Tod. Besonders spannend. Kupplung schleifen lassen. Kupplung. Achso. Ja, drüben. Mit 60 wollte ich noch 30 km/h. Okay, warum? Weil mehr Gewicht da ist und die Reichweite brauche ich nicht. Okay. Also mit 250 km reicht damit. Du wirst natürlich noch günstiger dann. Ja, klar. Also macht keinen Sinn. Mehr. Eine enge Kupplung ist nicht möglich. Nein, also ich weiß ja die nächsten. Aber dafür darf ich ja nichts. Aber wenn man kann was montieren, da ja. Ich glaube, es gibt ja. Ich habe es nicht vorbereitet. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch gedacht. Ja, ich muss. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ich habe auch gerne. Ach du! Verstärker. Jetzt geht's los. Jetzt im Video und so weiter. Ja, kurz. Tun wir da schon nicht einmal elegant rein hier. So, also mal vorsichtig Ohr. War das zum Verriegeln auch, gell? Ich schon. Sehr gut. So, hier haben wir mal den, also jetzt mit Zündung aufdrehen. Haben wir nach rechts, bis die Lichter leuchten. Ja, nochmal. Ja. Ah. Genau. Einmal nach oben drücken ist Vorwärtsgang und nach unten drücken ist Rückwärtsgang. Hier die Handbremse zum Lösen bitte. Dass sie ihn nicht angeschnallt haben, das sagen wir nicht auf Video.
Hätte ich ja noch gemacht. Hallo. Das ist sicher so ein Warner, oder? Wenn man wegfährt ohne. Sowieso. Definitiv. Ohne Gurt. Vorsicht, truppig, ja? Ja. Nein, leider. Und das dürfte gestiegen sein, dazu. Mit dem Hagel alles, ja, da hat sich so gespalt, aber genau. Genau, man kann ja zumindest überlegen. Freunde, Lea! Leute, die ganz heikel sind, lassen sie sich das Und du was? War nicht so übel. Kommst du noch Tesla an? Ja, also nur bei der Beschleunigung ja. Gibt es Abstriche, aber sonst. Aber ah, ist lustig. Wie du rauskommst? Ja, muss es eine Rolle machen.